Arbeitgeberseite und nicht auf eurer Seite. Wenn man in Verhandlungen geht, fragt man sich ja immer, wie viele Kolleginnen und Kollegen kommen zu einem solchen Streik. Wir streiken heute für eine bessere Eingruppierung, das heißt Bezahlung für die Beschäftigten des Uniklinikums Gießen-Marburg und heute insbesondere für diejenigen, die in Aus- und Weiterbildung beschäftigt sind, also Lehrkräfte, Praxisanleiter und andere Beschäftigte der Weiterbildungsstätten. Bei den Lehrkräften geht es um Beträge bis zu über 1000 Euro, die beispielsweise bei Vitos-Kliniken, bei den Lahn-Dill-Kliniken oder Klinikum Alsfeld, Klinikum Fulda mehr bezahlt werden, was ein Riesenproblem ist, was dazu führt, dass Kolleginnen und Kollegen abwandern, Stellen nicht besetzt werden und die Ausbildungsqualität für die Schülerinnen und Schüler in der Pflege deutlich leidet. In anderen berufsfachlichen Schulen, sei es Logopädie, Physiotherapie, Diätassistenz, medizinisch-technische Assistentinnen, ist die Lage genauso. Das ist wirklich eigentlich ein beschämendes Bild für ein Haus der Maximalversorgung, für einen Leuchtturm in Hessen. Wir wollen die gleiche Bezahlung wie in öffentlichen Kliniken. Und unseren Nachwuchs ausbilden. Wir wollen die qualifizierten Lehrkräfte lange am UKGM halten. Und das geht nur mit einer fairen und branchenüblichen Bezahlung. Wir fordern mindestens die gleiche Bezahlung wie an den öffentlichen Schulen im Gesundheitswesen in Hessen und an den Unikliniken. Wir wissen oder wir sind, wie Sie wissen, ja in Verhandlungen mit Verdi um unseren Tarifvertrag, Eingruppierungstarifvertrag, zu überarbeiten. Das muss auch hier nochmal gesagt werden, Sie alle befinden sich in einem gültigen Tarifvertrag. Es wird hier niemand am UKGM unterhalb eines Tarifvertrages finanziert. Es wird viel verlangt vom Arbeitgeber. Und da ist es nur richtig, wenn ich mir die ganzen Transparente angucke, dass auch die Gegenleistung erfolgt. Und die ist sofort vollziehbar von dem, was ihr alle leistet. Es ist ja nicht erst seit gestern so, dass zu wenig Personal da ist, dass die Bezahlung zu gering ist. Da gibt es eine ganze Strecke, die gerade die Lehrkräfte schon hinter sich haben und haben trotzdem ihre Leistung erbracht. Wo ist die Gegenleistung des Arbeitgebers? Wir brauchen Arbeitsentlastung. Wir brauchen Gehälter, die konkurrenzfähig sind. Sprechen Sie mit den Stationsleitungen, Vorgesetzten. In den Gesprächen mit Kollegen wird gesagt, wir kommen nicht nach Gießen, weil anderswo besser bezahlt wird. Fachweiterbildung. Wir brauchen fachweitergebildetes Personal. Der Anreiz, der hier geschaffen wird mit der Zulage, ist bescheiden, um es vorsichtig auszudrücken. Dafür werden nur zu wenig Leute bereit sein, Fachweiterbildungen weiter durchzuführen. Ja? Wir brauchen Angleichung an TVÖD. Forderung von Verdi, von uns ist TVÖD für alle.